zweite Halbzeit haben wir dann vielleicht etwas die Struktur verloren, so wie unser Matchplan war. Ja, kann man relativ kurz machen. Schlechtes Spiel von uns insgesamt. Das haben wir nicht ansatzweise hingekriegt, dass wir das hier bestehen können. Das ist ein Derby. Heute, glaube ich, sehr zerfahren im Ballbesitz, häufig zu unsauber. Wir haben am Ende des Tages, glaube ich, das Spiel vorne verloren. Verlierst halt dann das Spiel hier, was natürlich bitter ist, enttäuschend ist. Den Fight annehmen müssen, die Art und Weise dagegen zu halten, das war deutlich zu wenig heute. Dann kannst du so ein Spiel ja heute auch nicht gewinnen. Ja, jetzt stehen wir hier 1-1. Bisschen leeres Gefühl. Wir können uns immer viele Ausreden suchen, wenn wir ehrlich zu uns sind, war es einfach ganz, ganz schwach. Sehe nur ich das so oder ist der aktuelle Stand, die aktuelle Krise der SGD vielleicht auch Teilensprung durch ein momentanes Stürmerproblem, was man mit dem bloßen Auge vielleicht nicht erkennen kann? Denn man muss einfach sagen, im Sturm können wir uns grundsätzlich nicht beschweren. Wir haben 4 Stürmer, reicht zu. Und mit der Ferner, Meissner, Kutschke und Bodanov eine sehr bunte und vielfältige Mischung, wo wir wirklich für alle Situationen, die man haben. Wir haben junge, alte, erfahrene, dynamische Akteure. Aber ein Problem. Denn die SGD setzt auf die Doppelspitze. Erstmal kein Problem, auch erstmal nichts Verwerfliches. Ein Problem kommt jetzt. Wir haben 4 Akteure. Bodanov mal rausgerechnet, der spielt nicht so die Rolle und ist immer noch eher aktiv in den Jüngeren, also in den Jugendmannschaften. Das heißt 3 Akteure. 3 Akteure, 2 Stammplätze, aber dennoch kein festgesetzten Spieler, also kein festgesetztes Duo. Denn Trainer Thomas Stamm setzt voll und ganz auf die Rotation. Klingt schön und gut, meiner Meinung nach aber gerade etwas zu viel. Und wahrscheinlich auch ein Faktor, warum es gerade einfach nicht läuft, so wie es laufen sollte. Klar ist, dass die aktuelle Krise nicht auf einen kleinen Faktor runtergebrochen werden kann. Es liegt nicht nur in der Offensive, nicht nur an der Defensive, nicht nur am Aufbauspiel, nicht am Mittelfeld. Es liegt irgendwo am Alm und, und. Darum soll man nicht gehen, weil irgendwo muss man ja anfangen. Und irgendwo sehe ich auch gerade das große Problem tatsächlich in der Offensive. Wir haben genug Chancen, wir lassen viel liegen und irgendwie klappt es nicht so, wie es soll. Und die Rotation, die ist mir letztes Jahr erstmal so richtig aufgefallen. Man sieht das erstmal auf dem bloßen Auge gar nicht so, aber als ich mir das mal genau angeschaut habe, dachte ich mir auch, wow, da gibt es ja wirklich überhaupt kein eingespieltes Duo mehr. Natürlich ist mir auch klar, dass so ein Trainer irgendwo Gedankengänge hat, wen er wie wo einsetzt und warum er gerade mit dieser Rotation geht. Thomas Stamm begründet das Ganze wie folgt. Wir wollen Konkurrenzkampf und brauchen alle über die gesamte Saison. Wenn der Konkurrenzkampf hoch ist, kannst du auch immer mal tauschen. Dann passt der eine Spieler vielleicht besser gegen einen anderen Gegner als der andere. Auch das kann eine Mannschaft ausmachen. Und natürlich ist das absolut begründet und ich kann das nachvollziehen. Klar, der eine Spieler passt besser auf das Profil des Gegners als der andere. Für die einen Spiele brauchen wir Kutschke als Mentalitätsmonster, für die anderen brauchen wir eher unsere schnellen Jungs und. Das macht doch alles Sinn. Aber diese ständige Rotation ist vielleicht auch etwas zu viel des Guten. Denn meiner Meinung nach bildet sich damit einfach kein fest eingespieltes Duo, was uns wahrscheinlich sehr viel mehr bringen würde. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagt, da Ferner und Meissner, die deutlich rausstechen, die bilden einfach unsere Doppelspitze, unser Duo. Kutschke. Den kann man mal in Derbys und ähnliches vielleicht auch mal von Anfang an ranlassen einfach, weil das ist so dieses Mentalitätsding. Und gerade wenn Aue spielt gegen Dynamo, da muss einfach Kutschke und Mendel dastehen. Das sind so Sachen, da ist es geil. Aber ansonsten, bitte nee. Und sowas wie gegen Dortmund, auf einmal steht Batista Meier im Sturm, ist auch wieder sowas, wie ich sage, da ist die Rotation ein bisschen wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Deswegen mein Vorschlag ganz einfach, da Ferner und Meissner bilden unsere Doppelspitze. Kutschke, der kommt dann immer mal gegen Ende rein, um Stabilität ins Spiel zu bringen. Natürlich kann der Mann auch nochmal entscheidend werden und Bodanov haben wir auch noch als Jungspieler, den man auch gut und gern nochmal reinbringen kann. Und damit würde sich meiner Meinung nach die Lage in der Offensive wahrscheinlich schon etwas besser eingliedern. Schlimmer kann es nicht werden, was soll's, was haben wir jetzt gerade noch großartig zu verlieren, so wie es läuft. Was meinst du zu dieser Thematik? Lass mir deine Meinung gerne in die Kommentare, lass da ein bisschen drüber diskutieren, was gerade das Beste wäre. Vielleicht habt ihr einen ganz anderen
Ansatz. Ansonsten war es heute mal von diesem etwas kleinen Video. Danke, dass du dran geblieben bist. Und wir sehen uns ja bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bisschen rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.